Malen ist für mich eine Krankheit. Ein Rausch. Eine Krankheit, die ich nicht loswerden will. Ein Rausch, den ich brauche. Du kennst meine Bilder. Und du weißt, ich habe alles selbst erlebt. Meine Bilder sind mein Tagebuch. In meinem Innern hat sich ein Raubvogel eingenistet. Dessen Klauen haben sich in meinem Herzen festgekrallt. Dessen Schnabel hat sich in meine Brust gebohrt. Dessen Flügelschlag hat meinen Verstand verdunkelt. Diese Emotionen, die jeder in seinem Leben im Grunde erlebt, Angst, Isolation, Einsamkeit, drohende Krankheit, drohender Tod, diese Dinge hebt er auf ein Level, der so allgemein ist, dass er heute uns hier genauso anspricht wie chinesische Touristen, die hierher kommen, oder Teenager, ältere Menschen. Edvard Munchs Gemälde Der Schrei ist zur Ikone der Moderne geworden. Die Mona Lisa der Gegenwart. Zeit seines Lebens hat Munch den eigenen Mythos vom verkannten Genie und Außenseiter mitgeformt. Als einer, der verschrien, sogar verrückt war. Die Geschichte des Malers Edvard Munch beginnt gegen 1880 in einem der ärmsten Länder Europas, in Norwegen. Die Hauptstadt Oslo heißt noch Christiania. Damals ist Oslo eine bescheidene Metropole mit gerade 130.000 Einwohnern. Eine Stadt mit extremer Armut, Kinderarbeit, einem florierenden Prostitutionsgewerbe und einer strenggläubigen, pietistischen Moral. Ich male nicht, was ich sehe. Ich male das, was ich sah. Alles, was ich zu geben habe, sind meine Bilder. Ohne sie bin ich nichts. Mit 17 Jahren weiß er ganz sicher, dass er Maler werden will und bricht eine Ingenieursausbildung ab. Mit 23 Jahren stellt er erste Versionen der Bilder Pubertät und Das kranke Kind aus. Im geistig engen Oslo lösen sie einen Proteststurm aus. Meine Syphilis-Kunst wurde in ein Chambre particulière gehängt. Es war in dem Zimmer immer voll von Menschen, welche geschrien und gelacht haben. Die Syphilis-Kunst hat eine Wut gegen mich erweckt. Men han må jo ha vært en veldig, på mange måter, modig mann. Og en mann som virkelig trodde på det han hadde. Er war ein sehr mutiger Mann, der an seine Begabung glaubte. Er wusste, dass er mit seiner Kunst etwas geben konnte. Und wenn er Widerstand bekam, was ja geschah, dann fand er zu neuer Kraft und ging einfach weiter. Meine Mutter stammte aus einem Bauerngeschlecht, einem Geschlecht mit einem sehr starken Willen. Die Wurzel war aber schon angegriffen von Schwindsuchtbazillen. Wie Sie wissen, waren die Vorfahren meines Vaters Poeten mit genialer Veranlagung. Aber sie wiesen auch schon Anzeichen von Degeneration auf. Das Ferienidyll der Familie Munk ist eine Fischerhütte im kleinen Dorf Asgardstrand, direkt am Oslofjord. Das Foto zeigt Edvard Munch wie immer an der Staffelei mit seinen beiden Schwestern und Nachbarn. Als 35-Jähriger kann er sich hier ein eigenes Fischerhaus leisten, mit einer Wiese hinunter bis zum Ufer des Fjords. Asgardstrand wird für Munch bis ins hohe Alter ein Zufluchtsort bleiben. Ich, welcher krank in die Welt hineinkam, in kranker Umgebung, welchem die Jugend ein Krankenzimmer und das Leben ein strahlend sonnenbeleuchtetes Fenster war, dort draußen,
Hier möchte ich gerne im Tanz dabei sein. Im Tanz des Lebens. In Asgardstrand entstehen viele Werke aus dem später berühmten Lebensfries. 1899, der Tanz des Lebens mit der weißen Göttin, dem roten Luder und der schwarzen Todesbotin. Der Maler selbst tanzt mit, als schwarzer Galan in der Mitte. Liebe Tante, wie ihr wisst, habe ich mich in ein Nervensanatorium begeben. Hoffe, hier meine unerträgliche innere Unruhe loszuwerden, die mich seit jener Geschichte quält. Ich erhalte täglich Bäder und soll viel essen, um Fleisch auf die Nerven zu bekommen. Die Kur ist in vollem Gange. Werde jeden Tag massiert, gebadet und elektrisiert. Man führt männlich positive und weiblich negative Energie in mein Gehirn ein. Generell, wenn es um Munks eigene Erzählung und die Schriften über seine eigene Situation geht, dann müssen wir daran denken, dass diese auch Kunstwerk sind. Da sehen wir zum Beispiel bei den sogenannten Tagebüchern vom Ende der 1880er und 1890er Jahre. Die sind oft nachträglich verändert. Selbst wenn da das Datum eines Tages steht, ist es oft nicht genau. Die Norwegische Nationalgalerie. Der Munch-Saal wurde bereits zu Lebzeiten des Malers eingerichtet. Hier hängen seine berühmtesten Bilder. Der Vater, ein Militärarzt, kommt 1864 mit seiner Familie nach Christiania. Edvard Munch ist da ein knappes Jahr alt. Als ich geboren wurde, beeilte man sich, mich zu taufen, weil man glaubte, ich würde sterben. Auch meine Mutter hatte damals schon den Keim des Todes in sich. 6 Jahre später raubte die Schwindsucht 5 kleinen Kindern ihre Mutter. Den Tod der Mutter, den er als 6-Jähriger erleben muss, verarbeitet Munch immer wieder in seinen Werken, wie in dem Gemälde Tod im Krankenzimmer. Mein Vater versuchte, uns Vater und Mutter zu sein. Aber er war schwermütig, mit Perioden religiöser Anwandlung, die an Wahnsinn grenzte. Zeitig genug habe ich von der ewigen Höllenpein gehört, die uns sündige Menschen nach dem Tod erwartet. Das Gemälde Melancholie hat er 1891 mit 28 Jahren das erste Mal gemalt. Die Einsamkeit des Menschen symbolisch und plakativ zugleich zum Ausdruck gebracht, mit der Landschaft von Asgardstrand. Durch die Bilder läuft die gebogene Strandlinie. Außerhalb liegt das immer bewegte Meer und unter den Baumgipfeln das vielfältige Leben mit seinen Freuden und Leiden. Das Skizzenbuch des 13-jährigen Edward. Akkurate Übungen mit Bleistift und Tusche. Diesen Skizzen fehlt jeder Anflug von Trauer oder Einsamkeit, von albtraumhaften Begegnungen mit Dämonen oder von der Selbststilisierung, mit der er sein Leben später malerisch darstellt, wie im Selbstbildnis mit Zigarette als 32-Jähriger. Munch ist sicherlich der große Pionier, der die psychischen Tiefen des modernen Individuums radikal auslotet. Und da ist er auch sicherlich die absolute Speerspitze. Er macht es als erster vielleicht und auch als
auf eine radikale Art und Weise wie kein anderer seiner Zeitgenossen. Trotzdem muss man eben sehen, Munks Werk ist viel, viel mehr als nur Eifersucht, Tod, Krankheit. Es geht ganz, ganz viel auch um Prozesse, um malerische Prozesse. Es geht um Aufnahmen auch von anderen Dingen, die in der Zeit aktuell sind und um die ständige Suche einer eigenen Sprache, eines eigenen Stils. Und es dient bei ihm immer dem Inhalt, es dient immer der Aussage, also dem Thema Mensch. Und das ist wahrscheinlich ein Grund, warum er auch heute so aktuell noch geblieben ist. 1878, als Munk 15 ist, erfindet Thomas Edison den Phonographen. Es ist eine Sprechmaschine, mit der erstmals menschliche Stimmen aufgenommen und abgespielt werden können. Munk liebt diese Geisterstimmen. Für ihn passen sie zu seiner Kunst, wie gemacht für das kranke Kind. Ich malte das Bild wiederholt im Laufe des Jahres, kratzte es wieder aus, ließ es in Farben zerfließen, habe es in Terpentin aufgelöst und versucht, immer wieder den ersten Eindruck einzufangen. Die durchsichtige, blasse Haut, die zitternden Hände. Das kranke Kind ist eine Erinnerung an den Tod seiner Schwester Sophie, die als 15-Jährige an Tuberkulose gestorben war. Es entstanden Wellenlinien im Bild, Peripherien mit dem Kopf als Mittelpunkt. Ich wollte, wie mit einem Phonographen, die Stimmung zum Vibrieren bringen. Bei seiner ersten Einzelausstellung in Oslo ist er erst 25 Jahre alt. Sie umfasst 110 Werke. Seine Bilder werden in der Presse total verrissen. Besonders das kranke Kind. Dem Maler Edvard Munk wäre besser damit gedient, man würde seine Bilder mit Schweigen übergehen, heißt es. Als ich am Eröffnungstag den Saal betrat, in dem es hing, standen die Menschen dicht gedrängt vor dem Bild. Man hörte Geschrei und Gelächter. Humbugmaler, schrien sie mir ins Gesicht. Du malst wie ein Schwein, Edward. So kann man Hände nicht malen. Sie sehen aus wie Vorschlaghämmer. Sie begreifen nicht, dass diese Bilder mit Ernsthaftigkeit gemalt sind, dass sie Ergebnisse schlafloser Nächte sind, dass sie jemandes Blut gekostet haben, jemandes Nerven. Auch im Winter ist er oft in seiner Fischerhütte in Asgard-Strand. Das Licht ist dann voller Kontraste. Tatsache ist, dass man zu verschiedenen Zeiten die Dinge unterschiedlich sieht. Man sieht sie am Morgen anders als am Abend. Die Art und Weise, in der man sie sieht, hängt auch von der Gemütsbewegung ab. Kommt man morgens aus einem dunklen Schlafzimmer in die Wohnstube, sieht man beispielsweise alles in einem bläulichen Licht. Selbst die dunkelsten Schatten liegen dort mit einem hellen Schein darüber. Nach einer Weile gewöhnt man sich an das Licht und die Schatten werden tiefer und man sieht alles schärfer. Wenn man solche Stimmung malen will, kann man nicht nur da sitzen und auf jedes einzelne Ding starren und es genauso malen, wie man es gerade sieht. Man muss es so malen, wie es aussah, als das Motiv einen ergriff. Es flutet eine große Welle über die Welt. Der Realismus. Die Dinge existieren nicht, wenn sie nicht aufgezeigt, chemisch und physikalisch erklärt werden können. Man hat sich mit den großen Entdeckungen, die gemacht worden sind, zufrieden gegeben und denkt nicht darüber nach, dass eine größere Anzahl von Entdeckungen eine noch größere Anzahl von Rätseln nach sich zieht. Die Fotografie, der Sprechapparat und bald die Kinematografie. Munk ist fasziniert von den neuen Möglichkeiten, die Welt abzubilden. Doch
Doch noch heißt seine Bilderkunst Malerei. Trotz des Misserfolgs seiner ersten Ausstellung erhält er wiederholt staatliche Stipendien und wird in Paris Schüler Léon Bonnats. Munk besucht in Louvre die Ausstellung der Impressionisten und sieht die Werke von Paul Gauguin. Er hat Frauengeschichten und lässt sich durch Paris treiben. Die Sommer verbringt er in Asgard Strand. Neue Bilder entstehen, so die Mädchen auf der Brücke. Munks Vater ist gestorben. Ich lebe mit den Toten, meiner Mutter, meiner Schwester und meinem Vater. Am meisten mit ihm, wie er doch um meinetwillen gelitten hat. Unstete Wanderjahre in Frankreich und Deutschland folgen. An die Schwestern Inga und Laura und die Tante Karen schreibt er aus fernen Orten. Er ist in ständiger Geldnot. Auf einer Reise nach Le Havre ist er an rheumatischem Fieber und Bronchitis erkrankt und liegt 2 Monate im Hospital. Munk erhält die Nachricht, dass seine Schwester Laura wegen Nervenschwäche in Oslo in die Irrenanstalt eingewiesen wurde. Die Schwester hatte einen Selbstmordversuch unternommen. Die Irrenanstalt liegt dort, wo Munk ein Jahr später ein menschenähnliches Wesen seine Ohren verschließen und einen Schrei ausstoßen lässt. Ein Deutscher sagte zu mir, Sie könnten eine Menge Ihrer Leiden loswerden. Ich erwiderte, die gehören zu meiner Kunst. Ich möchte diese Leiden behalten. Seine erste große Ausstellung in Berlin im Herbst 1892 führt zum Eklat. Schon nach einer Woche werden seine Bilder wieder von den Wänden genommen. Konservative Kritiker empfinden sie als Provokation. Der Norweger übertreffe mit der Brutalität seiner Bilder noch die Sünden der Impressionisten. Es ist unglaublich, dass etwas so Unschuldiges wie die Malerei eine solche Aufregung verursachen kann. Jeden Tag wird in den Zeitungen für und gegen mich geschrieben. Bessere Reklame kann ich nicht bekommen. Auch das Bild der Schwester Inga wurde in der Ausstellung gezeigt. Die junge Avantgarde in Deutschland ist begeistert. Statt Rohheit erkennt sie in seinem Werk etwas radikal Neues. Munk hat immer den Blick des Betrachters mit im Kalkül. Er malt ein Bild so, dass der Betrachter selber eine Beziehung mit dem Bild eingeht. Es geht nicht um das Kunstwerk selbst oder um die Geschichte des Malers in diesen Bildern, sondern um das, was der Betrachter empfinden soll. Er nennt die frühen Werke Bilder aus dem modernen Seelenleben und stellt sie als seinen Lebensfries aus. Ein Reigen von Liebe, Tod, Angst, Verfall und Verwandlung. Die Madonna steht für die gefährlichen Seiten der Liebe. Die Ruhe, als die ganze Welt in ihrem Lauf innehielt. Deine Lippen, karmesinrot wie die kommende Frucht, gleiten voneinander im Schmerz, das Lächeln einer Leiche. Jetzt reicht das Leben dem Tod die Hand. Die Kette wird geknüpft. Die 1000 Geschlechter der Toten mit den 1000 Geschlechtern, die kommen, verbindet. Liebe, aber in ihren dunklen und bedrohlichen Seiten. Das Bild Asche. Liebe ist Schmerz.
Ich habe in der Übergangszeit gelebt. Mitten in der Frauenemanzipation. Da war es die Frau, die verführt und lockt und den Mann betrügt. Die Zeit von Carmen. In der Übergangszeit wurde der Mann der Schwächere. Noch nie bin ich einer Frau mit drei Gesichtern begegnet, die so ausgeprägt sind. Ganz so wie in meinem Bild mit den drei Frauen. Du verfügst über einen Ausdruck tiefster Trauer. Gleichzeitig habe ich niemals zuvor einen Ausdruck überschwänglicheren Glücks gesehen. Und dann gibt es deinen Blick voller Verlangen. Und eben der ängstigt mich. Es ist die zerstörerische Miene der Sphinx, in der ich die gefährlichste Eigenschaft der Frau sehe. Die Dunkle ist die Nonne, sozusagen der Schatten der Frau. Kummer und Tod. Die Nackte ist die Frau voller Lebensfreude. Die blonde, weiß gekleidete Frau, das ist die Frau der Sehnsucht. Die Liebe. Edvard Munch ist durch frühere Beziehungen mit Frauen aus dem Osloer Künstlermilieu tief verletzt. ...1897 lernt er Mathilde Larsen, genannt Tulla, kennen, die Tochter eines der größten Weinhändler in Oslo. Tulla ist 30, Munch 34 Jahre alt. Er fühlt sich von der selbstbewussten Tulla stark angezogen und verlobt sich bald mit ihr. Als wir einander gegenüberstanden und deine Augen in meine Augen hineinschauten, da fühlte ich, als ob unsichtbare Fäden aus deinen Augen in meine gelangten und unsere Herzen miteinander verbanden. Ist Tulla die Tänzerin seines Lebens? Sie entpuppt sich als Frau voller Allüren mit Leidenschaft für andere Männer. Die Salome der Geldaristokratie tanzte und gab Gold und musste mehr als ein Leben lassen. Ich wurde gequält und an den Rand des Irrsinns gebracht. Sie gab mir den Todesstoß. Im Frühjahr 1898 reisen sie gemeinsam nach Italien, noch als Verlobte. Tulla will, dass Munch sie heiratet. Er befürchtet die finanzielle Abhängigkeit und den Verlust seiner künstlerischen Kraft. Ihre Kämpfe enden oft in Trinkgelagen. Mach mir keine Vorwürfe, sondern beklage mich. Mich, der weder das Leben leben kann noch will. Ich, der bloß mit schmerzlicher Sehnsucht an meinem Fenster sitze und mich von dem lärmenden, eigenartigen, fürchterlichen Leben umgeben sehe. Ein Foto der beiden, aufgenommen kurz vor der Jahrhundertwende. Adam und Eva, gescheitert im Paradies. Nach der vorläufigen Trennung entsteht das Gemälde Stoffwechsel, Leben und Tod. Ich, krank und an Schlaflosigkeit leidend, ließ mich 3 Jahre lang bis zum Wahnsinn treiben, nur um ihr die unvermeidliche Trennung leichter zu machen. Als sie es endlich überstanden hatte, konnte sie es nicht ertragen, dass ich lebte. Er ist wieder in Italien. Sie schreiben sich, sie versöhnen sich, kommen nicht voneinander los. Munch glaubt, dass Tulla ihn jetzt freier lieben kann. Doch das geht nicht lange gut. Im Herbst 1902 treffen sie sich in Asgard Strand. Tulla hat ihn mit einer vorgetäuschten Erkrankung an den Oslofjord gelockt. Sie trinken und streiten sich. Was dann passiert, bleibt im Dunkeln. Am Ende hat ein Schuss aus seiner Pistole den Mittelfinger seiner linken Hand verletzt. Der Verband der Hand wurde abgenommen. Kannst du dir vorstellen, ständiger Schmerz von morgens bis abends?
eine Hand, ein Wunderwerk Gottes, ist durch gemeine Roheit zerstört. Das kann man nicht vergessen. Liebesschmerz kann man vergessen, aber nicht körperliche Gebrechen. Meine Kräfte nehmen stetig zu. Bin zweimal mit der Krankenschwester nach draußen gefahren. Ein merkwürdiges Gefühl, sich wieder der lärmenden Welt zuzuwenden. Ich habe mich halbwegs mit dem klosterhaften Dasein auf meinem Zimmer versöhnt. Es hat auch Charme, Abstand von der Welt zu haben. Munk hat den Kontakt zu Tulla endgültig abgebrochen. Ende 1902 ist er wieder in Berlin und mietet sich ein Atelier in der Lützowstraße 82. Er kauft sich eine Kodak Bullseye Boxkamera. Der Fotoapparat kann nicht mit Pinsel und Palette konkurrieren, solange er nicht im Himmel und in der Hölle verwendet werden kann. Doch die Fotografie fasziniert ihn. Als dokumentarisches Mittel und als Erweiterung des eigenen Blicks. Er nutzt die Fotografie nicht als direktes Vorbild. Also nicht so, dass er jemanden fotografiert oder sich selber und es direkt in ein Bild umsetzt, sondern eher in einem größeren Kontext. Also er versucht, sich klar zu werden, wie er den Raum noch mehr dehnen kann, wie er Perspektive noch mehr verfremden kann. Eben diese fluchtende Linien, die er auch schon vorher in seinen eigenen Bildern hat, zum Beispiel auch selbst im Schrei, der hier im Raum hängt, haben wir diese enorm nach oben fluchtende Perspektive, die den Raum sozusagen nach vorne kippt und dadurch rutschen die Personen sozusagen auf den Betrachter zu. Da hat er sicherlich auch Bestätigung gesucht, vielleicht in der Fotografie, da es vorher schon selber auch experimentell versucht hat, aber auch Erweiterung. Trotz der schlechten Erinnerung verbringt Munk die folgenden Sommer wieder in Asgard-Strand. Sein bestimmendes Thema bleibt die unüberbrückbare Fremdheit zwischen Mann und Frau. Daneben entstehen Bilder von den Bewohnern und Sommergästen in Asgard-Strand. Doch in seiner Seele hausen Dämonen. Das Verlangen zu trinken wurde stärker. Meine Anfälle kamen häufiger. Ab und zu nahmen sie auch an Heftigkeit zu. Es kam sogar vor, dass ich mit dem einen oder anderen in die Haare geriet. Sein Aussehen verändert sich. Die Aufnahmen, mit Selbstauslöser gemacht, nennt er Schicksalsfotografien. Er posiert sogar nackt vor der Kamera. Es sind Modellstudien zu einem Gemälde, an dem er arbeitet. Badende Jünglinge. Ich weiß nicht, was kommen wird. Ich habe das Empfinden, als wäre ich ein kleines Schiff ohne Steuermann. Und das Schiff führe rasch mit der Strömung in unbekannte Fernen. Doch auch mit der Fotografie kann Munk die Dämonen, die in ihm toben, nicht besiegen.
1906 ist er zurück in Berlin. Er entwirft hier die Bühnendekoration zu Henrik Ibsens Drama Gespenster, das an Max Reinhardts neuer Kammerbühne aufgeführt wird. In der letzten Szene sackt der geisteskranke Oskar in seinem Stuhl zusammen mit dem Satz: Mutter, gib mir die Sonne. In seinem Atelier experimentiert Munk nun mit Doppelbelichtungen. Er versucht, die scharfen Konturen aufzulösen. In der Fotografie wie der Malerei nutzt er die Weitwinkelperspektive, um Einsamkeit auszudrücken. Wie im Selbstbildnis mit Weinflasche. In Deutschland verfiel ich mehr und mehr einer Nervenkrankheit, die die ständige Verfolgung meiner Person und meiner Kunst hervorgerufen hatte. Gegen den Frühling ging sie in ernsthafte Anfälle über. Man muss wissen, dass es zwei Munks gibt, die unterwegs sind. Er trinkt jetzt täglich. Er säuft. Sogar beim Malen. Bald geht es ohne Wein gar nicht mehr. Seine entfesselten Dämonen treiben ihn zu künstlerischer Höchstleistung. Auf der Leinwand entstehen Werke wie Marats Tod. Der Kampf zwischen Mann und Frau, den man Liebe nennt. Jeg tror av og til at man lett kan tenke at noen av disse motivene, sånn som Marats død for eksempel. Man denkt naturlig, dass ein Bild wie Marats Tod die Geschichte von Munk und Tulla meint. Aber das ist nicht so einfach. Han hadde lest litteratur. Er hatte ja Strindberg und die Literatur der Zeit gelesen und hatte gelernt, wie man das eigene Leben stilisiert. Wie man mit der Mischung von Fiktion und Realität etwas Neues schafft, auch in der Malerei. Etwas, das bis heute in der Kunst ja weiter üblich ist. Die Sommer 1907 und 1908 verbringt Edvard Munk in Deutschland. Hier wird er von Sammlern immer mehr geschätzt, während in Norwegen die Kritik an seinen Bildern nicht abreißt. Munk mietet ein kleines Haus im Ostseebad Warnemünde, das ihn an Asgard Strand erinnert. Vor dem Ersten Weltkrieg ein Fischerdorf und ein Sommerbad für Gäste aus der nahen Großstadt Berlin. Er malt Szenen vom Küstenleben, das ertrunkene Kind. Der Alkohol hat sich noch tiefer in ihn gebohrt. Ich hatte Perioden der höchsten Empfindung von Stärke und dann wieder nach unten in die tiefste Verzweiflung. Der Wein verstärkte das Gefühl und setzte die Sensibilität herab. Im Sommer 1908 ist er in Warnemünde täglich zum Malen am Strand. Ich soff wie ein Besessener. Der Einfluss des Alkohols verstärkte die Spaltung des Gemüts und der Seele bis zum Äußersten. Zwei zusammengebundene Vögel, die jeder in ihre Richtung zerrten und mit dem Zerreißen der Kette drohten. Ein Streit, ein fürchterlicher Kampf im Käfig der Seele.
Die Bademeister am FKK-Strand in Warnemünde stehen Modell für das riesige Badetryptychon. Trotz seiner Alkoholsucht gelingt Munk der Durchbruch zu etwas Neuem. Mit wuchtigen Pinselstrichen schafft er seine Augenblickseindrücke. Wild und beunruhigend. Die Badenden sind für ihn die vitalen Helden der neuen Zeit. Während eines Ausflugs von Warnemünde nach Berlin trinkt er so stark und raucht Opium, dass er Verfolgungswahn entwickelt. Der Knacks musste ja kommen. Am Ende eines viertägigen Gelages im Himmel des Alkohols bekam ich einen Nervenzusammenbruch und einen leichten Schlaganfall. Das Gehirn war überanstrengt, weil es sich ständig mit ein und derselben Sache beschäftigte. Seit 1902, seit der Sache mit Tulla, bin ich mit leckgeschlagenem Schiff unter Vollzeug gesegelt. Aber vor 6 Monaten ist das Schiff auf Grund gelaufen und die Maske fiel. Im Herbst 1908 bringt ihn ein Freund wegen Halluzinationen und Lähmungserscheinungen nach Kopenhagen in eine Klinik für psychosomatische Erkrankungen. Erst nach 8 Tagen kommt Munk wieder zu sich. Mit der Kamera will er seine größte Niederlage protokollieren und sich als Mensch hinter der Maske wiederfinden. Sehr unangenehm, das Gefühl, einen Dämon in sich zu haben. Er wird 8 Monate im Sanatorium bleiben, um diesen Dämon zu besiegen. Nach ein paar Wochen kaltem Entzug und Behandlung mit Schwachstrom beginnt Munk wieder zu arbeiten. Die Krankenschwestern mögen den verrückten Künstler und lassen sich gerne von ihm fotografieren. Die letzte seiner Schicksalsfotografien zeigt Munk gemeinsam mit seinem Arzt, dem für seine modernen Behandlungsmethoden berühmten Daniel Jacobson. Ich brachte Dr. Jacobson dazu, mir Modell zu stehen. Ich malte sein Porträt in voller Größe. Jetzt war ich Herr der Situation. Ich fühlte, dass ich ihn beherrschte, so wie er mich beherrscht hatte. Ich habe der Göttin der Kunst immer die Treue gehalten. Jetzt hält sie mir die Treue. Wie lebt ein Maler weiter, der seine Dämonen besiegt hat, die er für seine Kunst doch niemals aufgeben wollte? Man muss eben ganz genau hinschauen. Natürlich gibt es dann diesen Aufenthalt im Sanatorium und es ist sehr leicht zu sagen, okay, da passiert was im Kopf, danach trinkt er nicht mehr und hat keine Frauengeschichten mehr. Das ist sicherlich auch für eine etwas gröbere Lesweise richtig. Aber wenn wir das Werk genau anschauen mit Aquarellen, Zeichnungen und so weiter, dann sehen wir, dass es im Grunde nicht diese kleinen Punkte im Leben gibt, sondern dass es größere Entwicklungen, größere Ströme sind. Und da würde ich eher sagen, dass 1906, 7, 8 sich da im Grunde vorbereitet, was dann später, als er nach Norwegen zurückkommt, auf Ekeli wohnt, also beruhigter sozusagen lebt, neue Themen sich auch erarbeitet, was dann voll zur Geltung kommt. Edvard Munks künstlerischer Erfolg im Ausland lässt in Norwegen die Stimmung umschlagen. Der König verleiht ihm den St. Olaf-Orden. Der Ankauf von Bildern durch die norwegische Nationalgalerie macht ihn plötzlich wohlhabend. In den Schären am äußeren Oslofjord mietet er einen Hof und baut ein neues Atelier auf. Ich bin Mitglied des Ordens Nichts anrühren geworden. Nikotinfreie Zigarren, alkoholfreie Getränke, giftfreie Frauen. Munk ist jetzt ein Mönch geworden. Das bedeutet sein Name auf Norwegisch. Er hält Distanz zu Oslo. Der internationale Durchbruch kommt 1912.
Auf der Sonderbundausstellung in Köln wird ihm neben Picasso, Cézanne und Van Gogh ein Ehrenplatz eingeräumt mit 35 Werken. Ich habe den größten Saal der Ausstellung. Ich schäme mich fast. Hier ist das Wildeste ausgestellt, das in Europa gemalt worden ist. Ich bin überwältigt von meinen Gefühlen. Der Kölner Dom erbebt in seinen Grundfesten. Der Schrei, heute eines der berühmtesten Bilder der Welt, ist bei Munchs Triumph in Köln nicht dabei. Der Schrei ist nicht immer das berühmteste Bild von Munch gewesen. Die verschiedenen Diebstähle und die vielen Marketingprodukte, die später oder parallel entstanden sind, haben sicherlich sehr dazu beigetragen. Wir haben Fotos auch von diesem Raum, da hängt der Schrei oben in der Ecke über einem anderen Bild. Also der Schrei war nicht immer das wichtigste, bekannteste, ikonische Bild, heute ja fast wie die Mona Lisa. Für uns ist es sicherlich die stärkste Fokussierung, die stärkste Reduktion auf die Gefährdung, die Isolation, die Angst des modernen Individuums. Edvard Munch ist jetzt 50 Jahre alt. Er sitzt in den Schären und freut sich, dass er elektrisches Licht bekommen hat. Das Bauernleben und die norwegische Landschaft gewinnen eine neue Bedeutung für ihn. In seinen Bildern wird die Natur zum Trost. Sie gibt den Menschen Heilung. Munch bekommt den ehrenvollen Auftrag, die Aula der Osloer Universität mit den gewaltigen Malereien Die Sonne und Alma Mater zu gestalten. Mein Wille ist, dass diese Dekorationen das eigentümlich Norwegische wie das allgemein Menschliche zum Ausdruck bringen sollen. Nach vielen Studien ist das 4,5 mal knapp 8 Meter große Bild 1916 fertig. Mit dem Honorar wird er das große Gut Ekelü auf einer Anhöhe vor Oslo erwerben. In Ekelü wird Munch bis zu seinem Lebensende bleiben und es nur für wenige Auslandsreisen und Ausflüge nach Asgardstrand verlassen. Er hat eine neue Kamera, eine Kodak Pocket mit Rollfilm. Richtungen? Man spricht von Richtungen. Sich zu einer Richtung bekennen, das bedeutet für einen Maler, sich auf dem Wege festzunageln. Es gibt ja keine Richtungen. Das ist ein schlechtes Wort. Aufgaben. Neue Aufgaben entdeckt man. Jetzt interessieren ihn auch die Sorgen anderer Menschen. Inspiriert von der russischen Revolution malt er einige monumentale Arbeiterbilder. Dynamische Reportagen wie Fotos vom sozialen Elend der Zeit. Jetzt ist die Zeit der Arbeiter da. Bald wird Kunst jedermanns Eigentum sein und ihren Platz an den großen Wänden öffentlicher Gebäude haben. Im stillen Atelier in Ekelü bleibt Munch seiner Malerei treu und setzt sich bewusst von den Kunstströmungen der Zeit ab, vom Kubismus und der abstrakten Kunst der 1920er Jahre. Ich fange an, Frauen wie blühende Blumen zu genießen. Ich rieche ihren Duft, bewundere die schönen Blätter, ohne sie zu berühren. So wird man jedenfalls nicht enttäuscht. Das Modell am Korbstuhl zeigt, dass Munch sich weiterentwickelt. Der Pinselstrich ist weicher, der Farbton pastelliger. Man spürt die Freude beim Malen. Sein Drang, sich selbst darzustellen, bleibt ungebrochen. Seine neue Leidenschaft ist das Kino. Munch sieht die Stummfilme von Friedrich Murnau, Fritz Lang und Wilhelm Pabst. 1927 hat er in Paris eine Amateurfilmkamera erworben, eine Pathé Babi. Er filmt ohne Stativ, was ihm vor die Linse kommt. Die Bilder der Moderne.
Lichtreklamen, vorbeihastende Menschen und Fahrzeuge, Kinder an einem Bauzaun und sogar die Speisekarte eines Restaurants auf der Litfaßsäule. Es sind 16 Einzelbilder pro Sekunde, die erst im Rattern des Projektors zu einem Film werden. Munk fasziniert die Wiederholung von Bildern. In vielen neuen Fassungen entstehen das kranke Kind, der Schrei, die Madonna, Mädchen auf der Brücke und Vampir. Die Einmaligkeit des Schöpferprozesses gilt für Munk nicht länger. Seine Kopien sind die Selbstzitate eines modernen Künstlers. Lukrativ ist es obendrein. Wenn er später Bilder wiederholt hat, dann wissen wir heute, dass es tatsächlich auch ökonomische Gründe gehabt hat, da zum Beispiel das kranke Mädchen verkauft wurde und er dieses Bild einfach um sich haben musste. Er musste es einfach sehen, vielleicht auch teilweise aus sozusagen therapeutischen Gründen. Dann hat er das Bild einfach nochmal gemalt und das hat er auch mit vielen anderen Werken gemacht. Aber ich denke, man muss hier verschiedene Argumente sehen. Auf der einen Seite diesen selbstreferenziellen Charakter, also dieses Kreisen um das eigene Werk, immer wieder dieses Kreisen, immer wieder dieses große Vertrauen noch in sein eigenes Werk, immer wieder die eigenen Vokabeln zu benutzen und andererseits natürlich auch die Wünsche der Sammler zu befriedigen. Wir haben bestimmte Jahre, da malt er 15 Porträts und das hat er natürlich auch gemacht, um Geld zu verdienen. Ich arbeite jedenfalls immer an meinen Bildern. Eigentlich warte ich nur darauf, Lust zum Malen zu bekommen. Ich kann es nicht aushalten, wenn ich mich weit weg von Kohlenstift und Pinsel aufhalte. Ich muss wissen, dass eine Welle auf mich zukommt, die mich erfasst. Dann lege ich den Stift und Pinsel parat. In der Abgeschiedenheit von Ekelü entstehen seine magischen Abendhimmel, wie im Gemälde Sternennacht. Munk ist 70 geworden und der berühmteste Maler Skandinaviens. Seine Bilder, so sagt er, sind seine Kinder. Sie werden überall auf der Welt in Ausstellungen gezeigt. Doch als Avantgarde gelten sie nicht mehr. Munk ist jetzt ein Klassiker der Moderne. ...1933 ist er zum letzten Mal in Asgard-Strand. Er leidet an grauem Star. Das Malen fällt ihm zunehmend schwerer. Ich bin in dem einzigen gemütlichen Haus, das ich je besessen habe. Jetzt herrscht hier Frieden. Bloß ein paar Schattenbilder der Vergangenheit hier und da. Aber sie ängstigen mich nicht mehr. Lange Telefonate, die er früher so gerne führte, bedeuten ihm nichts mehr. In Ekelü dagegen streift Munk nachts oft ruhelos durch das riesige Haus, versucht seine unzähligen Zettel und Briefe zu sortieren. Er bewohnt nur noch einen Raum. Wie sieht es draußen in der Welt aus? Man hört so viel widersprechende Gerüchte. Alles soll zum Bersten gespannt sein. Krieg, sagt man. Was wollen die Menschen? Das führt zu nichts. In Deutschland diffamieren die Nazis auch seine Werke als entartete Kunst. 1940 besetzen Hitlers Truppen Norwegen. Munk fürchtet, dass seine Bilder beschlagnahmt oder geraubt werden. Doch die Nazis finden Ekelü nicht. Ich will nicht plötzlich sterben oder ohne Bewusstsein. Ich will auch dieses letzte Erlebnis haben. Die eigentliche Geburt, die Tod genannt wird. Die Geburt wozu? Aus meinem verwesten Körper werden Blumen emporwachsen. Und ich werde in den Blumen sein. Der Tod
ist der Anfang zum Leben. Er führt zu einer neuen Kristallisation. Wir sterben nicht. Die Welt stirbt uns weg. Wie würde er sie spüren, diese letzten Minuten des Lebens, den Übergang zum Tod? Am Nachmittag des 23. Januar 1944 erfuhr er es. Er wurde 81 Jahre alt. Edvard Munch gab der Angst und der Einsamkeit des Menschen Ausdruck in seinen Bildern. Er wollte nie eine scharfe Kontur hinterlassen von den schöpferischen und den zerstörerischen Kräften in seinem Inneren. Er wollte immer nur zeigen, was er fühlte.